Schockmoment am Nürnberger Bahnhof. Ein Polizeihund attackiert eine Frau und stößt sie auf die Gleise. Ein Zeuge hat den Vorfall gefilmt. Bereits vor der Attacke ist zu sehen, wie der Schäferhund ein Kind anbellt. Das Tier zerrt an der Leine, der Polizist hat Mühe, ihn zu bändigen. Als sich dann die Fußgängerin von der Seite nähert, schubst das Tier sie plötzlich ins Gleisbett. Die Frau hat Glück, dass in diesem Moment kein Zug einfährt. Mehrere Menschen eilen zu Hilfe, heben die Frau wieder auf den Bahnsteig. Sie soll sich bei dem Sturz ein Bein gebrochen haben. Die Bundespolizei hat sich mittlerweile zur Hundeattacke geäußert. Sie bedauere den Vorfall sehr. Der Hund sei darauf trainiert worden, sein Herrchen zu schützen.